Mahlzeit und willkommen bei Hugos Hobbys. Heute eine kleine Einführung zum Thema Modellbau. Was gibt es bei mir auf dem Kanal überhaupt zu sehen? Bei mir wird es zu fast 100% 1:72 Militärmodellbau geben in Plastikspritzguss. Und zwar mit Schwerpunkt auf Zweiter Weltkriegsfahrzeugen der sowjetischen Streitkräfte. Warum? Ganz einfach. Weil das meine Wargaming-Armee ist, meine Tabletop-Armee. Was ist jetzt schon wieder Tabletop? Dazu packe ich euch nochmal das Einführungsvideo Tabletop unten in die Videobeschreibung. Aber ganz kurz angerissen für die, die es nicht interessiert, erzähle ich es trotzdem. Tabletop ist im Grunde jetzt speziell in diesem Fall ein rundenbasiertes Strategiespiel mit Modellen in einer Modelllandschaft. Deswegen hier auch dieses gerade noch so zu erkennende Stückchen Landschaft. Warum jetzt sowas Kriegerisches? Also, klar, Tabletop, ne? Wegen Strategie und Taktik, das macht einfach tierisch Spaß. Und natürlich kriegt man auf dem Markt einfach sehr, sehr, sehr viele Militärmodelle. Ich könnte jetzt natürlich auch Autos bauen, Segeljachten, aber zum einen interessiert mich das nicht. Und dazu muss man einfach auch wissen, ich kann zwar Panzermodelle bauen, sehe mich selbst aber trotzdem absolut als Pazifisten an. Ich finde, es ist gerade in der heutigen aufgeklärten Welt, wo alle miteinander vernetzt sind, ein absolutes Armutszeugnis und eigentlich unentschuldbar, dass Menschen, die über das Schicksal von Milliarden entscheiden, immer noch ihre Konflikte auf gewalttätige Art und Weise beilegen wollen. Das ist mir eigentlich unerklärlich. Aber wenn alles nur Spiel und Spaß ist, keiner dabei zu Schaden kommt, habe ich damit kein Problem und es macht mir tierisch Spaß. Ich trenne da einfach Fiktion und Wirklichkeit. Es gibt Menschen, die können das nicht gut, die laufen dann angeblich amok, wenn sie irgendwie Kinderspiele gesehen haben, gespielt haben. Ich selbst sehe da eine dunkelrote Linie, die sich nicht überschreiten lässt zwischen dem, was Spiel ist und zwischen dem, was Wirklichkeit ist. Ich unterscheide das hundertprozentig. Das nur mal vorab. Und auch damit ich später an diese Stelle verlinken kann, wenn mal einer sagt, hey, du machst nur so kriegerisches Zeugs und läufst in Armeeklamotten durch den Wald und so eine Kacke, bist du Militarist? Nein, nein. So, jetzt aber zurück zum Modellbau eigentlich. Was wird es da konkret zu sehen geben? Also was es zu sehen geben wird, sind Unboxings und Reviews, Modellbauberichte, aber auch einige Tutorials, wo ich wirklich Schritt für Schritt kleinste Techniken darstelle und erkläre, bei Einsteigern anfange bis hin ja, zu dem, wo ich jetzt stehe. Ich kann euch ja nicht mehr beibringen, als ich selber kann. Ich selbst würde mich jetzt als fortgeschritten bezeichnen. Profi bin ich noch lange, lange nicht, aber je nachdem, wie lange der Kanal besteht, seht ihr vielleicht irgendwann Tipps vom Profi. Oh! Ja, nee, ist egal. Genug geträumt. Nee, auf jeden Fall. So Krams gibt's halt. Hab ich noch etwas vergessen? Ah, natürlich habe ich noch was vergessen. Was es auch zu sehen geben wird, gerade da ich ja auch Wargamer bin, sind Tutorials zum Thema Geländebau, auch Eigenbau von Gebäuden, von Vegetation, von irgendwelchen Landschaften. Das macht mir auch alles Riesenspaß und da nehme ich euch auch gerne Schritt für Schritt mit und ihr könnt euch angucken, wie sowas entsteht. Geplant habe ich auf jeden Fall sehr, sehr vieles, das zieht sich locker durch dieses Jahr und bis nächstes Jahr sind mir auch schon wieder 1000 neue Sachen eingefallen. Was irgendwann später auch nochmal dazukommen wird, das ist das Thema Airbrush. Das ist für mich selber aber noch ganz, ganz neu. Alle Modelle, die ich bisher gebaut habe, und es sind nicht wenige, habe ich komplett mit dem Pinsel gemacht. Gebrushed ist da gar nichts. Das ist für mich selber noch absolutes Neuland. Und das wäre jetzt irgendwie sinnlos, euch dazu irgendwas zu zeigen, wenn ich selber noch nichts kann. Man will ja nicht sehen, was andere Leute falsch machen, sondern mal sehen, wie es richtig geht. Deswegen wird es da erstmal eine Weile nichts geben, kommt aber irgendwann auch noch, definitiv. Ja, das war's an dieser Stelle. Soll ja auch nicht zu lang werden, das Video. Passt auf euch auf und bis zum nächsten Video. Ciao, ciao!